So, da verpassen wir noch diesen Räumen hier ganz kurzen Zugang, damit die rausgebuddelt werden können und lassen dann das Spiel weiterlaufen. Denn ich will hier unten den Danger Room endlich fertig bekommen. Denn ich bin schon ziemlich neugierig, was der mit unseren Milizionären anstellen wird und wie gut unsere Leute dort ausgerüstet sind. Aber anscheinend sind die Mechaniker erst beim dritten Speer. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir den letzten Speer zugeordnet haben oder ob da noch Mechanismen fehlten. Müssen wir gleich mal gucken. So, was haben wir noch? Wir haben jede Menge Särge in Auftrag gegeben. Sind davon schon welche fertig? Also B, N. Ja, schaut gut aus. Goldsarkophage, nein. Granit. Wir wollen nicht die Goldsarkophage hier für den billigen Pöbel, wollte ich schon sagen, verschwenden. Es sollte mal so runtergehen. Granit. Nein, das war das Falsche. Du, weg. B. So, wieder hin. Die Goldsäge können wir gleich einfach schon mal setzen, dann habe ich das Problem nicht mit dem immer hier hin und her klicken. Da oben können wir schon mal... nee, können wir nicht. Wir müssen warten, bis das Feld und das Feld und die ganzen Felder in der Mitte und ein nach unten, bis die geschliffen sind, dass wir dann da auf den Sarg setzen können. Und ja, man sieht es eigentlich nicht, aber ich weiß es, dass es da drunter nicht geschliffen ist. Und dann ist das doof. Ich glaube, hier drunter ist es auch nicht. Aber egal. Ja, das machen wir dann später. Hat er eigentlich noch einen normalen Sarg hier? Wie kann ich das angucken? K? Ja, er hat einen stinknormalen Granitsarg. Das geht ja gar nicht. B, N. Den setzen wir mal so einigermaßen mittig. Gold. Ein Artefakt-Sarkophag wäre natürlich noch besser. Aber davon haben wir, glaube ich, noch gar keinen. Ich gucke mal kurz auf die Artefakte-Liste. Eine Figurin, eine Krone, ein Bett. Hammer, Puzzlebock. Schal, Amulett, Stringtanga, Thron, Bracelet, Armorstand, Mechanismus, Lederrucksack, Hundeknochenschild und Zinkschuhe. Nein, kein Sarkophag dabei. Schade, schade. Aber das ist ja nur eine Frage der Zeit. So, wo bleibt unser Goldsarg? Wahrscheinlich ist der viel zu schwer. Das ist ein Granitsarg. Die, die aufgestellt sind, können wir auch schon mal freigeben. BP. 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 Und kommt ein neuer Mechaniker. Link Building to Trap. Also er hatte vorhin an dem mittleren gearbeitet. Und es sind jetzt noch 4 Befehle da dran. Sehr kurios. Obwohl, nee. Jede Falle braucht 2 Mechanismen. Einmal, um das da festzumachen und einmal, um es da festzumachen. Und dann haben die eine WLAN-Verbindung. Das passt schon. Also haben wir wohl doch schon alle einmal verbunden. Ich mache noch hinten dran schon mal den Pull-Lever-Befehl. In der Hoffnung, dass man es irgendwie sieht, dass die eingefahren werden. Oder ausgefahren. Ich weiß nicht, welcher Zustand das jetzt sein soll. Aber ich denke mal, das ist ein ausgefahrener Zustand. Und Geogon verbietet wieder einen Export. Das ist doch bestimmt wieder... Ja, Armbrüste dürfen nicht exportiert werden. Und ich sehe einen Haufen Bergarbeiter, die Mine verlassen. Oh, die sind schon fertig. Sehr schön. Ja, Granit werden wir nicht so schnell Probleme mit haben. So, was haben wir noch zu tun? Unsere Miliz sollte da unten gleich mal hin. Aber irgendwie sind die Mechaniker so... Naja, kann man nichts machen. Was wollten wir noch? Wir wollten das hier unten mal abbauen. Das benutzen wir nicht mehr wirklich. Wir können gucken, ob die anderen Adligen zufrieden sind. Also unser einer zumindest. Meruvis ist gerade der Captain of the Guard. Das müsste jetzt der 4. in Folge sein. Die Position ist ja recht schnell wieder frei geworden. Wir haben immer noch jede Menge Gold im Stockpile. Das können wir noch mal ganz kurz machen. Die Goldstraße wird nicht gebaut, weil, haha, stimmt. Militär, Alarm,
den Inside-Befehl mal aufheben und gucken, was passiert. Vielleicht sollte ich vorher auf die Einheitenliste gucken. Andere. Wir haben immer noch Goblin-Invader. Die hocken immer noch im Schacht. Ja, das ist jetzt nicht so gut. Ist nur die Frage, was die Leute jetzt noch aufsammeln wollen und was nicht. Wir machen einfach mal die Türen hier unten zu. Genau, die sind schon zu. Alles verboten. Dann dürfte eigentlich kein Zwerg irgendwo hingehen können, wo er nicht hingehen soll. Und dafür können die Zwerge halt auch den ganzen Bereich, den wir nicht in dem Barrow mit drin haben. Denn der frisch ausgebuddelte Bereich zum Beispiel ist auf keinen Fall in dem Barrow mit drin. Oder Burrow. Und warum sind da so tierisch viele Mechanismen in den beiden Schaltern gewesen? Oh, es könnte sein, dass jedes Mal, wenn wir die mit einem Käfig verbunden haben, dass alle Mechanismen in den Schaltern gespeichert werden. Das ist ja auch kurios. Aber gut, so haben wir dann mehr Schalter. Ist auch in Ordnung. Und immer noch dreimal Kramtschirmmechaniker. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich 5 oder 6 Leuten den Mechanikerbefehl gegeben habe. Damit sie auch die Fallen aufstellen. Oh, das könnte es sein. Sie sind mit irgendwelchen Fallen beschäftigt. Ich scroll mal runter. Hier sind alle Käfigfallen bestückt. Und das Wachhühnchen ist immer noch da. Okay. Was haben wir noch? Wir haben noch die Fallen am Eingang hier oben. Sind auch alle bestückt. Vielleicht arbeiten sie auch an neuen Fallen. Ja, das wird sein. Wir haben hier 2 Mechanic Workshops und die haben beide eine volle Liste. Das suspenden wir doch mal. So, so. Alles abbrechen. Ist noch besser. Dann müssen wir nur noch auf die Jobliste gehen mit JM. Und das removen wir ganz. So, können wir immer noch später wieder anwerfen. Und wir haben hier eh gerade unten die ganzen Mechanismen gefunden, das müsste schon kurzfristig hinhauen. Und unsere Miliz ist gerade am Trainieren. Das ist doch mal praktisch. Was macht ihr denn so? Individueller Combat Drill. Also die trainieren alleine für sich. Das ist schade. Haben wir keinen dabei, der sich einigermaßen auskennt? Ah, das ist echt doof. Weil um anderen Zwergen etwas beizubringen, muss ja erstmal einer in irgendwas gut sein. Und ich glaube, keiner von denen ist in irgendwas gut. Also weder in den Rüstungstalenten noch in den Waffentalenten. Aber das wird der Danger Room hoffentlich beheben. So, Spiel weiterlaufen lassen. Sonst kriegen wir nichts zustande. Hier wird immer noch fleißig Zeug eingesammelt. Das Einsammeln kann auch ein Grund dafür sein, dass die Mechaniker nicht kommen. Oh, und was passiert jetzt? Migranten? Ja, Migranten. Oh, schön, Migranten zählen. 1, 1,5. Oh nein, was ist jetzt? Oh, ein Hauler hat den Craft Stores Workshop in Beschlag genommen, weil er von einem Mut besessen ist. Okay. Das müssen wir uns gleich mal angucken. Ich wollte aber eigentlich erstmal in Ruhe Migranten zählen. Also, 1, 1,5. Oh, die kommen da nicht raus. Müssen erstmal die Türen aufmachen. Ja. Wir haben ein Problem. Wenn wir jetzt unten die Türen aufmachen, können die Migranten zwar rein, aber sie werden den Weg durch den Tunnel nehmen und da warten schon ein paar Goblins auf sie. Ich werde jetzt versuchen, das so zu lösen, indem ich hier die Brücke runterlasse und die Tür auf. Vorher muss ich noch natürlich den Befehl geben, dass die ganzen Zwerge wieder im Inside bleiben. Und dann laufen die Goblins hoffentlich hier rein in die Fallen und sind dann weg vom Fenster. Und die Migranten laufen hinterher. Wenn es schlecht läuft, sehen die Migranten eher, dass hier das Tor offen ist und laufen sofort hierhin und kommen dann noch zeitgleich oder einen Ticken vor den Goblins an und werden dann alle abgeschlachtet. Das wäre echt nicht gut. Ist das die beste Lösung? Lass mich mal kurz überlegen.
Also wenn wir unten aufmachen, müssen sie auf jeden Fall durch die Goblins und das wird auf keinen Fall was. Wenn wir hier oben aufmachen, haben wir mit etwas Glück genug Zeit, sie reinzuschleusen. Also entweder sind die Migranten schnell genug reinzukommen, bevor die Goblins aktiv werden, oder die Goblins sind so flink beim Angreifen, dass sie in die Fallen tappen und dann erst die Migranten kommen. So oder so sind die Chancen besser, als wenn die Migranten kopfüber durch den Tunnel stürmen würden. Wir könnten natürlich noch einen dritten Eingang bauen, aber das werden mindestens zu viele Eingänge. Also zum Beispiel hier lang, darum, hier hoch bis zu der Nordwand. Dass dann, falls dann Migranten aus dem Norden kommen, wir den Tunnel aufmachen können. Aber nee, wir sollten so wenig Eingänge wie möglich haben. Wir sehen ja schon, was es gebracht hat, unten den Eingang hinzupacken. Also ja, wir drücken jetzt bitte den Schalter. Wir drücken bitte den Schalter. Warten kurz ab. Klick, klick. Beide Schalter gedrückt. Tür ist auf. Brücke. Oh, das war der falsche Schalter. Du wieder Nein, nicht du. Ich glaube, der hintere war für den da. Also du wieder gedrückt und du auch gedrückt. Das hier müsste die Brücke gewesen sein. Weiterlaufen lassen. Momentan haben wir ein paar Zwerge eingesperrt. Und warum ist da ein Goldbarren mitten in der... Nein, das Ding ist kaputt. Wieso zum Teufel ist das... Warum liegt hier ein Goldbarren auf dem Boden? Also anscheinend liegt hier ein Goldbarren auf dem Boden und blockiert euch das Floodgate. Das habe ich ja noch nie gesehen. Das muss man im Auge behalten, das könnte gefährlich werden. Aber gut, Militär, Alarm, Inside ist aktiviert. So, und jetzt achten wir mal auf den Bereich, wo die Goblins rauskommen können und hier den Bereich, wo die Migranten langlaufen werden. Hoffentlich. Aber das müsste eigentlich der einzige Weg sein. Die kam ja irgendwie aus dem Nordosten. Kommt schon, chop, 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 chop. Und lasst euch nicht von den toten Zwergen und den ganzen Ausrüstungsgegenständen hier ablenken. Irgendwie kommen die aber nicht. Das Spiel läuft schon weiter. Ja, tut es. Oh, das könnten Migranten sein mit dem X. Wo kamen die denn her? Guck mal ganz kurz nach oben. Ah, da kommt das Kind. Ist hier noch irgendwo ein Zwerg? Das scheint nicht besonders... Oh, oh, deswegen kommen sie nicht. Die Goblins sind nach oben gestürmt zu den Migranten. Sind das dieselben Goblins wie die im Schacht? Oder sind das andere? Ne, sind dieselben wie im Schacht. Okay. Die Migranten werden wir wohl verlieren. Zack, zack. Und die exekutieren hier ein armes Zwergenbaby. Das ist ja auch übel. Stehen im Kreis drum und schießen. So, da ist auch noch ein Migrant gestorben. Sieht echt nicht gut aus. Aber wir haben, glaube ich, mindestens zwei neue Zwerge bekommen. Weil das waren die, die mit dem grauen X hier reingelaufen sind. Und mit etwas Glück schafft es auch ein oder zwei andere Zwerge noch wegzulaufen und in dem Kreis hier rum und dann wieder reinzulaufen. Müssen wir halt gucken. Solange es nicht mehr Goblins werden, ist alles gut. Ja, der da hat es anscheinend auch geschafft. Hat komischerweise kein X. Wir gucken einfach gleich, wenn sich der Rauch gelegt hat. Oh, da kommen die Goblins. Wenn der Rauch sich gelegt hat, wie viele Zwerge wir dazu bekommen haben, die keinen Namen haben. So, kommt schon. Lauft in die Fallen rein. Oh, da ist jetzt noch ein neuer Trupp Goblins aufgetaucht. Das ist der Haken, wenn man sich so sehr einbunkert. Man sieht nicht, wenn neue Goblin-Trupps auf der Karte auftauchen. Die sammeln sich dann überall unentdeckt. Und wenn denn irgendwann mal eine Einheit da draußen kommt, dann tauchen die plötzlich alle auf. So, an Ambush, Kröste. Genau, da haben wir vielleicht noch einen Trupp entdeckt.
Nicht gut, gar nicht gut. Aber wir haben ja hier eigentlich eine Menge Fallen. Dürften auch reichen. Und da sind jetzt noch mehr Goldbarren. Oh, ich glaube, wir haben die Straße irgendwie da drüber gebaut. Kann das sein? Nee, eigentlich nicht. Na gut. Erster Trupp Goblins kommt rein. Erster Trupp Goblins läuft in die Fallen. Jedenfalls 4 von denen. Ja, soweit, so gut. Da kommt jetzt der nächste Trupp. Kommt schon. Ihr wollt da durchgehen. Ihr wollt nicht den langen Gang gehen. Das ist ja zu viel Fußarbeit und so. Boah, sind das viele. Können wir gleich alle wieder in den Goblin-Todesturm runterschmeißen. So, tap, 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 tap. Alle schön in die Fallen rein. Da kommt noch ein Nachtzügler. 1, 2, 3, 4 Goblins haben, dass die auf freiem Fuß sind. 5. Ja, die müssten bald fliehen. Wenn noch ein, zwei in die Fallen tappen, wird der Rest so demoralisiert, dass sie einfach alle abhauen. Da kam noch einer irgendwo her und tappt auch gleich in der Falle rein. So, komm schon, Jungs. Entweder abhauen oder da lang gehen. Na gut, drin meine Zwerge sind fleißig am Bauen. Mir soll das egal sein. Ich gucke mal kurz auf die Einheitenliste, wie viele Zwerge wir bekommen haben. Wir haben einen Mason, einen Farmer, einen Leihmaker und das war's. Wir haben 3 neue Zwerge bekommen. Naja, besser als nichts. Der einzige Haken ist halt, dass so viele dabei gestorben sind und deswegen in der nächsten Saison weniger Migranten kommen werden, weil es sich halt rumspricht, dass die ganzen Migranten hier immer wieder abkratzen. Naja. So, ich lasse die Goblins jetzt einfach mal hier stehen. Die dürften hier nicht durchkommen. Und guck runter in unseren Danger Room. Ob der fertig ist. Nö, sind wir noch nicht fertig. Na gut, dann muss das bis nächste Folge warten. Jetzt machen wir erstmal einen kleinen Cut und sehen uns gleich wieder.